Darf ich um Aufmerksamkeit bitten? Vielen Dank. Wir kommen dann zu Tagesordnungspunkt 68, Antrag der Fraktion der FDP betreffend eine Aktuelle Stunde. Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Hessen leidet unter Schwarz-Grün. Standortschließung bei Siemens leider kein Einzelfall. Diese Aktuelle Stunde wird aufgerufen zusammen. Diese Aktuelle Stunde wird aufgerufen zusammen mit dem Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend eine Aktuelle Stunde. Massenentlassung trotz Milliardengewinn, Solidarität mit den Beschäftigten bei Siemens in Offenbach und an den anderen Standorten. Das Wort hat zunächst der Abg. Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte schön. Ich sage noch dazu 7,5 Minuten, weil wir die beiden Aktuellen Stunden zusammen aufrufen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist sicherlich jetzt schwierig für das gesamte Plenum jetzt hier wieder zur Sachpolitik zurückzukehren. Ich glaube aber, dass das richtig und notwendig ist, weil die Meldungen, die uns erreicht haben, dass der Siemens-Konzern in erheblichem Umfang nicht nur in Hessen, sondern in ganz Deutschland Stellenabbau abbauen will, muss uns schon einmal mit der Frage beschäftigen, welche Rolle spielt denn eigentlich die Industrie in Deutschland? Ich kann mich ja gut an Zeiten erinnern, da hat man gesagt, die Industrie hat eigentlich ausgedient, man solle sich mehr dem Dienstleistungssektor zuwenden. Meine Damen und Herren, was das bedeutet, haben wir in England gesehen. England hat sozusagen keine Industrie mehr, nicht mehr nennenswert Umfange. Und dort hat man ziemlich konzentriert auf Dienstleistungen gesetzt und dann irgendwann mal feststellen müssen, gerade in der Finanzmarktkrise, dass das ein Land ziemlich an den Rand des Abgrundes bringen kann. Meine Damen und Herren, Industrie, das bedeutet vor allen Dingen echte Wertschöpfung. Das bedeutet vor allen Dingen Arbeitsplätze. Und es waren die industriellen Kerne, die uns hier in Hessen, aber auch gerade in Deutschland, eben aus der besagten Finanzmarktkrise heraus gehoben haben und Deutschland eben so gut dastehen lassen, wie heute Deutschland dasteht. Das heißt, wenn wir uns das einmal anschauen, es gibt eine Studie der Industrie- und Handelskammer zum Netzwerk der Industrie in Frankfurt, und die sagt ganz klar, rund die Hälfte aller Arbeitsplätze in der Region von der Industrie- und Handelskammer die sind eben in der Industrie zu suchen, und das zeigen auch andere Industrieländer. Hessen erlebt aber derzeit eine beispiellose Welle der Deindustrialisierung. Das Wellerwerk in Hünfeld, 400 Arbeitsplätze weg. Munti Pharma in Limburg, Ende der Produktion, 600 Jobs weg. Sanofi beim Industriepark Höchst, 600 Jobs weg. Spezialguss in Wetzlar, in der Insolvenz, 140 Arbeitsplätze weg. Carl Zeiss in Wetzlar, 220 Stellen weg. Bosch Rexroth, 150 Arbeitsplätze weg. Schließung Rodenstock, 140 Arbeitsplätze weg. Abwicklung des Autozulieferers Johnson Control, 700 Beschäftigte betroffen. Autozulieferer Continental in Kaben, 160 Jobs weg. Und jetzt zuletzt die Hiobsbotschaft Siemens, Standort Offenbach, 700 hochqualifizierte Arbeitsplätze aus dem Ingenieur- und Entwicklungsbereich bedroht. Meine Damen und Herren, wenn wir dann die Meldungen dazu lesen, noch ein Opfer der Energiewende, das war die Überschrift der FAZ zur geplanten Schließung von Siemens, muss man sagen, dass eine ideologisch getriebene Energiewende am Ende, was die Kanzlerin mal ausgegeben hat, die Dekarbonisierung der Industrie, genau dazu führt, dass diese ideologisch getriebene Energiewende eben nicht nur zu diesem Wirtschaftswunder
führt, was uns so viele gerne glauben machen wollen. Meine Damen und Herren, das kostet massive Arbeitsplätze, auch hier in Hessen. Und das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Massive Arbeitsplätze. Wir reden uns teilweise echt besoffen, wenn es darum geht, was die erneuerbaren Energien alles für Chancen bieten. Meine Damen und Herren, wer da von den Chancen redet, muss eben auch klar sagen, dass es angestemmte Wirtschaftsbereiche sind, die darunter zu leiden haben, und dass es Entscheidungen von Konzernen sind, die dann harte Einschnitte eben auch bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zur Folge haben. Meine Damen und Herren, das, was ich Ihnen eben vorgelesen habe, ist am Ende auch eine Bilanz eines hessischen Wirtschaftsministers, Herr Al-Wazir. Das ist Ihre Bilanz. Und, meine Damen und Herren, diese Bilanz ist nicht gut. Ich will ausdrücklich sagen, auch das, was wir erlebt haben in den Koalitionsverhandlungen, als es um den Ausstieg der Kohleindustrie ging, es hat einen Masterplan gegeben bei dem Ausstieg aus der Subvention für die Steinkohle. Es waren Tausende von Arbeitsplätzen im Revier, die von der Kohle, vom Stahl abhängig waren. Das hat einen jahrzehntelangen Prozess gebraucht, um diesen Strukturwandel zu ermöglichen. Meine Damen und Herren, ich kann mich noch gut daran erinnern, es war die FDP, es waren die Freien Demokraten, die gesagt haben, wir steigen aus dieser Steinkohlesubvention aus. Wir haben aber dabei geliefert, eben auch diesen Strukturwandel, dass eine Industrie sich ein ganzes Revier auch umstellen kann. Das, was die GRÜNEN wollten in den Regierungsverhandlungen, war das Abschalten der Kohleindustrie von heute auf morgen. Meine Damen und Herren, damit wären ebenfalls Tausende von Arbeitsplätzen verloren gegangen. Das ist unverantwortlich. Unverantwortlich. Aber das zu dem Thema Unverantwortung. Der Siemens-Konzern. Bei all der Frage, und das kann man politisch diskutieren, dass man solche Strukturprozesse begleiten muss, was der Siemens-Konzern macht an dieser Stelle, dass er über 3.000 Arbeitsplätze in Deutschland infrage stellt, 700 Arbeitsplätze in Offenbach. Der Siemens-Konzern, meine Damen und Herren, ist ein Konzern mit Milliardengewinnen. Dass dieser Konzern, der so viel Eigenkapital hat, dass er sich vom Fleck weg selbst kaufen könnte, am Ende eine Bank ist mit einem angeschlossenen Elektrogroßhandel, der so viele Perspektiven hat, keine Perspektive für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzeigt, sondern einfach in den Strukturwandel reingeht und sagt, das war's, wir bauen ab. Das, meine Damen und Herren, das versteht selbst ein freier Demokrat nicht mehr. Wir rufen auch auf, dass diese Konzernleitung Perspektiven und Strukturwandel begleitet und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine vertrauensvoll mitnimmt und denen auch eine Perspektive gibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächstes spricht Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben diese Aktuelle Stunde beantragt, weil es nicht sein darf, dass ein Konzern wie Siemens Milliardengewinne macht und gleichzeitig massiv Stellen abbauen will. Ich freue mich, dass Vertreter des Betriebsrates von Siemens in Offenbach heute hier im Landtag auf der Besuchertribüne zu Gast sind. Herzlich willkommen und solidarische Grüße an die Kolleginnen und Kollegen in Offenbach, die gerade um ihre Arbeitsplätze kämpfen. Und solidarische Grüße auch nach Berlin, wo jetzt gerade Tausende Siemens-Beschäftigte aus dem ganzen Bundesgebiet für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstrieren. Auch von hier herzliche Grüße dorthin. Die Firma Siemens hat angekündigt, 7.000 Stellen abzubauen, davon mehr als 3.000 in Deutschland. Mehrere Standorte werden komplett infrage gestellt. Davon sind nicht nur diese Tausenden Menschen und ihre Familien betroffen, sondern zusätzlich auch noch Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter sowie Zulieferbetriebe. Ganze Regionen, wie zum Beispiel um Görlitz, bangen um ihren größten oder um einen ihrer größten Arbeitgeber. Auch der hessische Standort Offenbach
wo Gaskraftwerke geplant und vertrieben werden, soll mit den Standorten Wien und Erlangen zusammengelegt werden, und zwar in Franken. 847 Beschäftigte und deren Familien sind alleine in Offenbach davon betroffen. Und deshalb muss sich auch der Hessische Landtag damit befassen, wenn ein solch massiver Stellenabbau droht, meine Damen und Herren. Und warum tut man diesen Menschen das an? Nein, liebe FDP, die Energiewende ist nicht das Problem von Siemens. Der Konzern stellt Windkraftanlagen und viele andere Produkte in diesem Bereich her. Und für die Gefährdung des Standortes Offenbach ist die Energiewende schon mal gar nicht verantwortlich, weil dort fast nur für den außereuropäischen Markt geplant wird. Also es stimmt einfach nicht, was Sie erzählen, Herr Lenders. Ja, die Unternehmensführung von Siemens hat jahrelang den Anschluss an das 21. Jahrhundert verschlafen und den gesellschaftlichen Wandel gerade im Umwelt-, Industrie- und Energiesektor. Es kann aber doch nicht sein, dass diese unternehmerischen Versäumnisse zulasten der Beschäftigten gehen, während die Vorstände Millionengehälter beziehen, meine Damen und Herren. Und dass die Nachfrage nach Teilen für Großkraftwerken sinkt, war ja auch länger absehbar. Das ist im Sinne der Dezentralisierung der Energieerzeugung auch richtig. Aber Siemens muss doch für einen Standort mit hunderten Ingenieuren, Vertrieblern und anderen erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern doch eine andere sinnvolle Verwendung haben und darf sie nicht auf die Straße setzen, meine Damen und Herren. Statt Siemens-Chef Schokeser amputiert jetzt zum wiederholten Mal seinen Konzern durch Kürzung und Stellenabbau. Regelmäßig wird dann wieder über Fachkräftemangel geklagt, und dann will man hochqualifizierte Beschäftigte entlassen, und das ohne jede finanzielle Not. Denn erst in der Woche vor dieser Ankündigung hat Siemens seine Geschäftszahlen vorgelegt. Es wurde mitgeteilt, dass das Unternehmen Umsatz und Gewinn erheblich gesteigert hat, erneut erheblich gesteigert hat, nämlich um 11%, und das nun nutzt, um mehr Dividende an seine Aktionäre auszuschütten. Der Gewinn beträgt nun über 6 Milliarden € im Jahr. Gleichzeitig wird mit der Existenz tausender Beschäftigter gespielt, um die Aktionäre zufriedenzustellen und Geschäftsberichte aufzuhübschen, indem die Rendite weiter nach oben getrieben wird. Das ist gut für die Bonuszahlungen der Vorstände. Aber, meine Damen und Herren, gesellschaftlich ist das ein Skandal, was Siemens hier macht. Und, meine Damen und Herren, auch das Werk in Offenbach leidet nicht. Und schon gar nicht unter der Energiewende. Es ist ausgelastet. Es schreibt keine roten Zahlen. Ganz im Gegenteil, dort werden riesige Projekte abgewickelt, und die Mitarbeiter leisten alleine in Offenbach über 4.000 Überstunden pro Jahr. Trotzdem wurde den Beschäftigten erklärt, dass man Offenbach nach jetzigem Planungsstand die Mitarbeiterzahl für Offenbach die Mitarbeiterzahl null anstrebt, also den gesamten Standort schließen will. Und das ist eine Katastrophe für Offenbach, nachdem schon so viele Industriegebiete wegfielen. Und es ist eine Katastrophe für die Beschäftigten, denn die dürfen dann höchstens noch an einen anderen Standort wechseln. Der nächste Siemens-Standort ist in Erlangen, mehr als 2 Stunden entfernt, für Teilzeitkräfte, für Menschen mit kleinen Kindern, Menschen mit Behinderungen, aber auch für viele andere ist das einfach keine Option, und sie stehen dann vor dem Nichts. Und das ist absolut inakzeptabel. Der Grundsatz aus dem Grundgesetz, Eigentum verpflichtet, ist auf die Beschäftigten und das gesellschaftliche Gemeinwohl anzuwenden. Es kann doch nicht sein, dass Siemens seine Großprojekte überall in der Welt durch Hermes-Bürgschaften der Bundesregierung absichern lässt. Also der Staat darf die Gewinne sichern, aber man selber nicht bereit ist, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Die treuen Beschäftigten waren in den Krisenjahren von Siemens diejenigen, die den Laden am Laufen hielten, während der Vorstand sich mit einem der größten Korruptions- und Schmiergeldskandale der deutschen Wirtschaftsgeschichte beschäftigte. Und dann wird diesen Beschäftigten das Ganze auch noch per Videobotschaft mitgeteilt. Den Beschäftigten wurde per Videobotschaft mitgeteilt, dass man seit einem Jahr an diesem Kahlschlagkonzept arbeitet, ohne dass der Betriebsrat überhaupt einmal eingebunden wurde. Die Beschäftigten bei Siemens in Deutschland, die arbeiten länger, sie verdienen weniger. Dafür wurde ihnen Sicherheit versprochen. Und jetzt sollen sie die Leidtragenden sein, obwohl der Laden brummt.
Deswegen sagen wir, bestehende verbindliche Vereinbarungen mit dem Gesamtbetriebsrat, die betriebsbedingte Kündigung ausschließen, wie das Radolf-Zell-II-Abkommen. Diese Vereinbarungen müssen eingehalten werden. Ich appelliere an die Landesregierung, sich an die Seite der Beschäftigten zu stellen und sich für den Erhalt der Arbeitsplätze in Offenbach einzusetzen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Beschäftigten dort gegen ihre Kolleginnen und Kollegen in Wien oder in Erlangen ausgespielt werden. Ja, wir brauchen Industriearbeitsplätze in Hessen, denn die Wertschätzung findet eben nicht an der Börse statt, sondern wird erarbeitet von Menschen in den Betrieben. Und wir fordern Siemens auf, Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu übernehmen, aber auch gegenüber den Regionen, in denen der Konzern seit Jahrzehnten aktiv ist. Wir stehen solidarisch an der Seite der Beschäftigten in Offenbach und an allen anderen Siemens-Standorten, die zu Recht auf die Straße gehen, die gerade um ihre Arbeitsplätze kämpfen. Und wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Als nächstes spricht für die Fraktion der Sozialdemokraten Herr Kollege Decker. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wieder einmal versucht ein international tätiger Konzern, unternehmerische Versäumnisse zu korrigieren, indem er die Beschäftigten die Zeche zahlen lassen will. Meine Damen und Herren, hier dürfen wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Wir reden von 7.000 Stellen und allein in Offenbach von 700 Stellen. Da muss entschieden gegen vorgegangen werden, meine Damen und Herren. Ich begrüße auch für die SPD-Fraktion sehr herzlich auf der Tribüne die Vertreter des Betriebsrates aus Offenbach. Seien Sie gewiss, dass wir alles mit dran setzen werden, um euch zu helfen, um den Kampf der Arbeitsplätze dort fortzuführen. Meine Damen und Herren, dass die konventionellen Großkraftwerke, wie Siemens sie baut, beim globalen Umstieg auf die erneuerbaren Energien nicht mehr im gewohnten Umfang gebraucht werden, ist jetzt keine wirkliche Überraschung mehr. Meine Damen und Herren. Das hat sich bereits seit vielen Jahren abgezeichnet. Dass das Management von Siemens offensichtlich nicht imstande ist, angemessen darauf zu reagieren, das kann einen nur wundern. Es muss einen sogar erschüttern, meine Damen und Herren, dass ein so weltweit agierender Betrieb nicht in der Lage ist, hier für Alternativen zu sorgen. Aber das Unternehmen hat wertvolle Zeit verstreichen lassen. Sehenden Auges hat sie die Zeit verstreichen lassen und will jetzt antworten mit einem radikalen Personalabbau, um die Bilanz und die Dividende der Aktionäre aufzubessern. Auch das spricht Bände, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dabei übersieht das Management von Siemens ganz offensichtlich, dass ein Konzern dieser Größe nicht nur der Kapitalseite verpflichtet ist, meine Damen und Herren, sondern auch seinen Beschäftigten und deren Familien. Und wenn man ins Grundgesetz schaut, steht da etwas von Eigentum und Kapital verpflichtet, meine Damen und Herren. Auch dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Die hochqualifizierten Fachleute, die am Standort Offenbach hervorragende Arbeit leisten, werden so zu einer namenlosen Manövriermasse degradiert. Und das kann es doch nicht sein. Es geht hier um wertvolle Arbeitsplätze, um Menschen, die schon teilweise seit Jahrzehnten dort hervorragende Arbeit leisten. Und sie einfach auf die Art und Weise regelrecht kaltzustellen, kann man in diesem Hause nicht durchgehen lassen, meine Damen und Herren. Deswegen will ich im Namen unseres Fraktionsvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel, aber auch im Namen der gesamten Fraktion sagen, dass wir uns ausdrücklich mit den Siemens-Beschäftigten, mit dem Betriebsrat und den Gewerkschaften, die gegen diesen billigen Versuch der Bilanzoptimierung Widerstand leisten, solidarisieren, meine Damen und Herren. Auch wenn der Konzern im weltweiten Wettbewerb steht, dürfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Unternehmensführung sicherlich intelligentere Lösungen erwarten als nur einen personellen Kahlschlag. Die SPD jedenfalls steht an der Seite der Beschäftigten von Siemens und ist bereit,
alle Beteiligten bei der Suche nach einem intelligenten Ausgleich der Interessen zu unterstützen, und zwar ganz im Sinne der Siemensianerinnen, der Siemensianer, ganz im Sinne der Stadt Offenbach und ganz im Sinne des Industriestandortes Hessen. Und wir appellieren ebenfalls an die Landesregierung, tun Sie alles Mögliche, was in Ihren Möglichkeiten steht, um diesen Unternehmen und dem Erhalt des Standorts mit seinen 700 Beschäftigten alles dran zu setzen, dass dieser erhalten bleibt. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Decker. Als nächstes spricht für die Fraktion der CDU Herr Kollege Kasseckert. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Für augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ein Zitat von Werner von Siemens. Zugegebenermaßen am Ende des 19. Jahrhunderts, aber am Beginn einer Erfolgsgeschichte der heutigen Siemens AG, die weltweit etwa 370.000 Beschäftigte zählt. Es wäre gut, und das will ich vorwegschicken, und deshalb solidarisieren wir uns ähnlich wie die Vorredner selbstverständlich mit den Beschäftigten der Siemens AG am Standort Offenbach, aber auch natürlich an anderen Standorten hier in der Bundesrepublik. Denn es wäre gut, wenn sich auch die heutigen Vorstände der Siemens AG an diese Verantwortung, an diese Unternehmensphilosophie von Werner von Siemens erinnern würden. Natürlich ist es richtig, dass die Welt sich seit dem Zitat von Werner von Siemens verändert hat. Die Globalisierung hat uns näher mit allen Kontinenten zusammengebracht, aber natürlich auch Wettbewerb aus diesen Kontinenten nach Europa, hier nach Deutschland gebracht. 24 Stunden, 7 Tage können wir unsere Waren und Dienstleistungen rund um den Globus vermarkten. Wir stehen damit natürlich auch im Wettbewerb mit anderen Volkswirtschaften, mit anderen Kulturen, auch mit Arbeitsbedingungen in anderen Volkswirtschaften. Und dazu zählen natürlich Lohn- und Arbeitsplatzkosten, die bekanntermaßen am Standort Deutschland relativ hoch sind. Aber, und auch das muss man sagen, die Unternehmenskulturen, das Koordinatensystem über Erfolg in den großen Unternehmen haben sich verändert. Das, was Werner von Siemens seinerzeit als Unternehmensphilosophie für sich ausgemacht hat und auch später in den Regeln der sozialen Marktwirtschaft in der Ludwig Erhard eigentlich festgeschrieben wurde, das wurde verdrängt von Wertschöpfung, von Rendite, von Dividende oder auch den Forderungen der Aktionären. Und deshalb ist es, wenn ich auf die beiden aktuellen Stunden heute hier von LINKEN und FDP eingehen darf. Deshalb ist es vielleicht zu kurz gesprungen, Herr Lenders, wenn wir sagen, diese Entscheidung von Siemens hat etwas mit dem Industriestandort Hessen zu tun. Die äußeren Faktoren in Hessen, beispielsweise, ich will nur drei nennen, Breitbandausbau, da ist Hessen auf Platz 3 der Flächenländer vor Bayern und vor Baden-Württemberg. Wir nehmen den Straßenbau, die Investitionen in die Infrastruktur. Wir haben es, glaube ich, gestern oder vorgestern hier diskutiert im Rahmen der Regierungserklärung. Sie nehmen im Jahr 2018 und auch in den Jahren 2019 Rekordsummen ein. Oder wir nehmen das Beispiel als drittes und letztes Forschung und Entwicklung. Da sind wir mit den hessischen Unternehmen bei 2,15% in der Spitzengruppe neben einer hervorragend aufgestellten universitären Landschaft. Und dass das von Erfolg geprägt ist am Standort Hessen, das zeigen auch die Indikatoren. Produktivität. Produktivität, Platz 1 aller Flächenländer der Bundesrepublik. Oder die Gründerquote, Platz 3 nach Hamburg und Berlin, also auch hier Platz 1 aller Flächenländer. Die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im August ein Höchststand, der Rekord seit über 25 Jahren mit über 2,5 Millionen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und demgemäß eine niedrige Arbeitslosenquote mit 4,8%, wie sie letztmals vor 25 Jahren gemessen wurde. Und es ist richtig, und wir haben im Sommer schon einmal oder im Frühjahr schon einmal eine Diskussion geführt, dass wir als Landesregierung, als Land Hessen, auf diesen Lorbeeren uns nicht ausruhen können. Ganz im Gegenteil. Wir haben den Innovationsindex seinerzeit diskutiert. Ich erinnere mich an die Abschiedsrede von Florian Rentsch. Natürlich ist er kompliziert und anspruchsvoll. Und wir kamen von Platz 7 und sind auf Platz 10 abgerückt. Das wird niemand mehr ärgern als uns in der Landesregierung. Und deshalb ist es Ansporn, auch an diesen Stellen weiterzuarbeiten.
Aber all diese Faktoren, Herr Lenders, sind mit Sicherheit nicht der Grund dafür, dass die Siemens-Vorstandsetage eine Entscheidung getroffen hat, die nicht für uns nachvollziehbar sind, die nicht für uns zu akzeptieren sind. Es sind Gründe zum Teil, die wir nicht beeinflussen können. Das ist die Entwicklung in der Kraftwerkssparte im Umfeld der Energiewende. Sie haben davon gesprochen. Aber richtigerweise muss man sagen, dass man die Energiewende im Jahr 2011 nach dem Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland, das ist nunmehr 6 Jahre her, da muss ich von einem Unternehmensvorstand erwarten können, dass er sich ausreichend und rechtzeitig mit dem Umbruch, mit dem Strukturwandel beschäftigt. Wir haben 2011 haben wir den tatsächlichen Ausstieg in 2011, der zur Energiewende geführt hat, der ist 6 Jahre her. Siemens in Offenbach ist in diesem Feld ja ohnehin nicht unmittelbar betroffen. Die Gasturbinen und Großkraftwerke sind Anlagen, die nicht nur in Deutschland gebraucht werden und auch gebaut werden, sondern da überall in der Welt neu entstehen. Also das heißt, und es wurde auch, glaube ich, darauf hingewiesen, dass die Auftragslage am Standort Offenbach, die Situation mit den Überstunden, die die Kolleginnen und Kollegen der Beschäftigten in den letzten Monaten geleistet haben, genau eben nicht darauf hinweisen, dass es einen Strukturwandel gibt, der am Standort Offenbach oder in Deutschland, am Standort Deutschland, diese Entscheidungen notwendig macht. Und deshalb sage ich sehr deutlich, wer mit einer Bilanz einen Milliardengewinn vorlegt und auf Rekordniveau zusteuert im Gesamtkonzern und 2 Wochen später den Beschäftigten mitteilt, dass die Standorte geschlossen werden, zusammengelegt werden und für den Standort Offenbach heißt das die Schließung, der zeigt davon, dass er wenig Fingerspitzengefühl hat und dass offenbar von dem Geist von Werner von Siemens in diesem Unternehmen nicht mehr viel übrig geblieben ist, was wir sehr bedauern. Und deshalb komme ich an den Anfang meiner Rede zurück. Für den augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht. Dieses gilt auch für DAX-Vorstände. Und deshalb appellieren wir an die Vorstände von Siemens in Offenbach und auch bundesweit. Und wir unterstützen die Landesregierung in ihrem Bemühen, alles möglich zu machen, dass die Perspektive in Offenbach weiter erhalten bleibt. Ich bin sicher, dass die gut ausgebildeten Kräfte, dass die Ingenieure auch an anderer Stelle natürlich Beschäftigung finden, auch hier im Rhein-Main-Gebiet. Die Fachkräftesituation gibt ihnen auf jeden Fall eine Perspektive. Aber das ist heute hier nicht die Diskussion. Wir erwarten von einem Unternehmen, dass es sich verantwortlich zeigt, auch in der gesellschaftlichen Verantwortung. Insofern Glück auf für Sie und Glück auf für die Bemühungen der Landesregierung, hier erfolgreich tätig zu werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kasseckert. Ich erteile das Wort Frau Kollegin Kinkel für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte sehr, Frau Kollegin. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, die erste Rede ist ja immer etwas Besonderes. Deshalb danke ich ausdrücklich der FDP und den LINKEN für dieses spannende Thema Siemens in der Aktuellen Stunde heute. Das Management von Siemens hat jahrelang die offensichtliche Trendwende im Kraftwerksbereich versäumt, hat versucht, die Energiewende zu ignorieren und will jetzt auf dem Rücken der Beschäftigten kurzfristig durch Stellenabbau Kosten sparen. Sehr geehrte Damen und Herren, eine nachhaltige Unternehmenspolitik sieht in jeglicher Hinsicht aber anders aus. Dafür aber die Energie- und Klimapolitik der Landesregierung und explizit den Klimaschutzplan als Ursache zu nennen, ist grundfalsch. Angesichts des immer deutlicher werdenden Klimawandels auch in Hessen, also steigende Temperaturen, wir haben mehr Extremwetterereignisse, wir haben häufiger tropische Nächte, ist es mir ehrlich gesagt ein Rätsel, wie die FDP noch immer nicht eingesehen hat, dass ein schnelles Handeln erforderlich ist. Die Hessische Landesregierung setzt deshalb sinnvolle Maßnahmen auch eben in dem Bereich Ökonomie um. Zum Beispiel fördert die Landesregierung Investitionen kleiner und mittlerer hessischer Unternehmen in Technologien zur Ressourceneffizienz mit rund 12 Millionen Euro. Gerade diese Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie stärkt den Wirtschaftsstandort Hessen, wie es viele Unternehmen ja jetzt schon zeigen.
Das aktuellste Beispiel für die Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie kommt aus Nordhessen, wo VW letzte Woche verkündet hat, dass dort ein Leitwerk für E-Mobilität entstehen würde mit einem Invest von insgesamt 1,5 Milliarden €. Für die FDP ist anscheinend die schwarz-grüne hessische Regierung verantwortlich für den weltweiten Stellenabbau von Siemens. Meine Damen und Herren, grün wirkt, das sagen wir ja immer, aber sicherlich auch der hessische Wirtschaftsminister nur bedingt auch im globalen Sinne. Leider. Erstaunlich ist ja bei Siemens, dass das Unternehmen eigentlich alle Voraussetzungen hat, um als Gewinner aus der Energiewende hervorzugehen. Also das Know-how in der Kraftwerkssparte ist gerade ja bei dem Umbau der Energieversorgung gefragt. Aber bei der dezentralen Energiewende, wie wir sie als Grüne auch wollen und wie sie aktuell auch fortschreitet, sind kleine, dezentrale Kraftwerkslösungen gefragt und nicht die herkömmlichen Großkraftwerke. Und darauf muss sich das Unternehmen einstellen. Siemens selbst fordert übrigens in einem offenen Brief vor Kurzem an die Jamaika-Parteien den Kohleausstieg und die Einhaltung der Klimaziele und damit eben auch den weiteren Ausbau von erneuerbaren Energien. Der Standort Offenbach hat viele Vorteile für Siemens. Nicht nur eben das Know-how der Beschäftigten, sondern auch gerade die Anbindung und die Infrastruktur im Rhein-Main-Gebiet. Und deshalb wird der Wirtschaftsminister Gespräche zu Siemens suchen, auch zu den Beschäftigten und der Gewerkschaft, damit eine Zusammenlegung beider Standorte möglichst nicht zulasten von Offenbach und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geht. Überhaupt ist klar, dass eine Veränderung bei Siemens, die sicherlich notwendig ist, nur mit den Beschäftigten gemeinsam geht und nicht ohne sie. Der Weg des Managements, die Stellenstreichungen über Videokonferenzen oder Webcasts zu sein, mag im Sinne der Digitalisierung vielleicht eine Entscheidung zu sein, aber ist absolut nicht nachvollziehbar und rücksichtslos gegenüber den Beschäftigten. Was Siemens übrigens viel mehr helfen würde als diese Aktuelle Stunde, sehr geehrte Kollegen der FDP, wäre ein Jamaika-Bündnis gewesen, in dem bei einer Energiewende zwar Kompromisse geschlossen werden würden, das Thema hatten wir ja gerade, aber in dem auch ein Kohleausstieg festgelegt wäre. Dann würden die Gaskraftwerke nämlich auch wieder eine Rolle spielen. Aber stattdessen hat die FDP ja die Sondierung abgebrochen und trägt jetzt aber auch einen Teil der Schuld, dass die Planungsunsicherheiten sich bei Siemens und nicht nur bei Siemens, sondern auch bei vielen anderen Industriearbeitsplätzen noch verschärft. Sehr geehrte Damen und Herren, im Sinne der über 700 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lassen Sie uns gemeinsam für den Standort Offenbach eintreten. Denn die Beschäftigten sind am Ende die Leidtragenden der jahrelangen Versäumnisse des Managements. Auch vor dem Hintergrund, dass eine Veränderung bei Siemens dringend notwendig ist, damit auch die Kraftwerkssparte von Siemens endlich einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Energiewende leistet. Vielen Dank, Frau Kollegin Kinkel. Meine Damen und Herren, das war die erste Rede der Abg. Kinkel in diesem Hause. Herzlichen Glückwunsch dazu. Für die Landesregierung spricht der Staatsminister Al-Wazir. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Um es gleich am Anfang sehr klar zu sagen, die Entscheidung des Siemens-Vorstandes, die Division Power and Gas in Erlangen zu bündeln und damit faktisch das Ende des Standorts Offenbach mit rund 800 Mitarbeitern zu beschließen, ist für die Hessische Landesregierung nicht nachvollziehbar. Ich habe bereits letzte Woche darauf hingewiesen, dass Siemens in Offenbach ein bedeutender Teil des Industriestandorts Rhein-Main ist, selbstverständlich wegen der Arbeitsplätze, aber auch wegen der Kompetenz im Energiesektor. Deswegen würde eine Schließung des Standortes natürlich die Region empfindlich treffen, ganz abgesehen von den Folgen für die unmittelbar
betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren Familien. Deswegen werden wir in den Gesprächen mit Siemens, die jetzt kommen werden, natürlich darauf drängen, diese Entscheidung zu verändern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Natürlich ist völlig klar, dass auch Standortfragen unternehmerische Entscheidungen sind. Aber ich will das ausdrücklich sagen. Ein Unternehmen sollte nicht alleine an kurzfristige Einsparpotenziale denken, sondern z.B. auch an seine Verantwortung vor Ort, an mittel- und langfristige Entwicklungen und an die Vorteile einer erstklassigen Infrastruktur, wie sie im Rhein-Main-Gebiet vorhanden ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es kommt etwas hinzu, das ist ja schon angesprochen worden. Siemens geht es nicht schlecht als Konzern. Siemens geht es sogar ziemlich gut als Konzern. Und natürlich ist klar, dass es in der Kraftwerksparte Veränderungsbedarf gibt insgesamt, weil das ist ein globaler Markt und es gibt Überkapazitäten auf diesem Markt. Und natürlich ist klar, dass an dieser Stelle Veränderungsbedarf da ist, dass man sich auf das Neue einstellen muss, wie Siemens übrigens es in seiner so langen Unternehmensgeschichte immer auch gemacht hat. Aber ich darf einmal daran erinnern, dass der Siemens-Standort Offenbach ein Ergebnis ist, dass man einmal etwas auseinandergeführt hat, was man vor vielen Jahrzehnten einmal zusammengeführt hat. Siemens und AEG bildeten irgendwann einmal die Kraftwerksunion. Und am Ende nahm man das wieder auseinander. Und da war dann Areva für die Atomkraftwerke und da war dann Siemens für den Gasbereich. Und Areva hat den Standort Offenbach auch geschlossen. Allerdings, weil Areva als Konzern in einer dramatischen Krise ist und ich an dieser Stelle sagen kann, es gibt schon einen Unterschied, ob ein Konzern nicht mehr weiß, ob er in ein, zwei Jahren überhaupt noch existiert oder ob er gerade blendende Geschäfte weltweit macht. Und da kann man an dieser Stelle an die Verantwortung des Unternehmens wirklich appellieren. Ich will zweitens sagen, dass natürlich bei der Frage, wie wir mit diesem Unternehmen sprechen, wir ganz klar die Standortinteressen vertreten werden. Wir werden das auch in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat tun. Der Betriebsratsvorsitzende ist gerade in Berlin, aber ich treffe ihn dort morgen früh. Und das trifft sich dann ganz gut, wenn sich zwei Offenbacher in Berlin zum Frühstück treffen können. Aber ich will das sehr deutlich sagen. Wir haben natürlich, und ich verstehe das auch aus Sicht der Gewerkschaft, dass man sich nicht auseinanderdividieren lassen möchte. Kollegin Wissler hat das ja auch gesagt. Aber ich will dann schon auch einmal aus hessischer Sicht die Frage stellen, wenn man sagt, man möchte Standorte zusammenlegen, warum dann eigentlich alles in Erlangen zusammengelegt werden soll? Weil gerade wenn man sich überlegt, was für Ersatzangebote man für gut qualifizierte Fachkräfte hat, dann ist natürlich der Hauptstandort für ein Unternehmen sehr viel einfacher, um Leuten etwas anderes anzubieten, als ein Standort, an dem es dann gar nichts anderes mehr gäbe. Weil das ist ein Teil der Situation. Siemens in Offenbach ist so etwas wie ein Ingenieurstandort. Es ist weniger ein Produktionsstandort. Deswegen ist auch die Frage, ob man beispielsweise an anderen Siemens-Standorten, wie in Fechenheim beispielsweise, Ersatzarbeitsplätze hat, nur sehr eingeschränkt darstellbar. Deswegen will ich schon einmal sagen, aus meiner Sicht ist eine Zusammenlegung an einem Ort, der auch noch sehr zentral in Deutschland ist. Und wenn man weiß, wo die unterwegs sind, das ist immer die Ambivalenz in Offenbach, einerseits Fluglärm, andererseits Verbindungen in alle Welt. Da muss man mir einmal erklären, warum Erlangen eigentlich an dieser Stelle besser geeignet ist. Diese Frage werde ich dann durchaus einmal stellen. Aber natürlich machen wir das in enger Abstimmung auch mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft. Und ich will insgesamt einmal sagen, ich verstehe, Herr Kollege Lenders, Ihren Versuch zu sagen, die Landesregierung ist schuld. Aber Sie sehen, Siemens baut knapp 7.000 Stellen ab. Und wenn ich das einmal so sagen darf, für Görlitz beispielsweise und für den dortigen Produktionsstandort ist die Entscheidung noch einmal viel dramatischer, wenn man sich die gesamte Umgebung anschaut. Und ich glaube schon, dass an dieser Stelle für eine solch unternehmerische Entscheidung, die etwas mit einem globalen Markt zu tun hat, nicht sozusagen alleine die hessische Landesregierung verantwortlich sein kann. So viel nur dazu. Die Rahmenbedingungen hier sind gut. Herr Kollege Kasseckert hat das alles gesagt. Aber eine Sache ist mir noch wichtig, weil ich ja auch für die Energie zuständig bin.
Natürlich wird die Energiewende die Energieerzeugungslandschaft verändern. Das ist doch ganz klar. Und natürlich ist es auch so, dass sich auch die Produktion von Kraftwerken verändern wird. Auch das ist unbestritten. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist auch völlig unbestritten, dass Gaskraftwerke in der Übergangszeit bis zur Vollversorgung mit erneuerbaren Energien in allen Szenarien eine bedeutende Rolle spielen. Und deswegen, wenn ich das einmal so sagen darf, Herr Lenders, vielleicht hätte ein planbarer Kohleausstieg dazu beigetragen, dass wieder mehr Unternehmen auch in Gaskraftwerke investieren, weil wir in einer Situation sind, wir haben noch einige laufende Atomkraftwerke, wir haben die Braunkohlekraftwerke, die einfach sehr schlecht regelbar sind. Das ist der Unterschied zu Gaskraftwerken. Und deswegen wird Strom an der Strombörse momentan eher verschenkt, als dass man etwas, was man nicht abregeln kann, abregelt. Und das ist ein Teil der Investitionsunsicherheit. Das ist ein Teil der Erklärung dafür, warum wir auch in Europa so wenige neue Gaskraftwerke haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen sage ich Ihnen, vielleicht ist sozusagen an dieser Stelle, wenn man merkt, wie erfolgreich die Energiewende ist, am Ende eine Anpassung auf den konventionellen Strukturen auch dafür da, Investitionen für den Übergangszeitraum wieder zu ermöglichen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen glaube ich, dass wir gute Argumente haben. Natürlich ist das eine Phase der Unsicherheit für die Beschäftigten. Das ist etwas, das ist durch diese Unternehmensentscheidung hervorgerufen. Aber ich jedenfalls habe den Standort noch nicht aufgegeben, und ich setze darauf, dass sich am Ende die Qualität und auch die besseren Argumente und eben auch mittelfristige Überlegungen, dass die am Ende sich durchsetzen und gewinnen gegenüber dem einfachen Standort schließen. Deswegen hoffe ich im Interesse der Beschäftigten, dass wir alle miteinander mit dem, was wir uns, denke ich, alle wünschen, am Ende auch Erfolg haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Damit ist, da mir keine Wortmeldungen mehr vorliegen, auch diese Aktuelle Stunde abgehalten. Meine Damen und Herren, noch 24 Sekunden, bitte, wenn das gewünscht wird. Nein. Noch eingegangen und an Sie verteilt worden ist zu Tagesordnungspunkt 15. Das ist der Gesetzentwurf der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes, die Drucksache 19/5439. Der Änderungsantrag, das ist die Drucksache 19/5273. Dazu ist verteilt der Änderungsantrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit der Drucksache 19/5450. Ist das so? Nein. Ich muss es noch einmal wiederholen. Drucksache 19/5439 ist die Beschlussempfehlung zu Drucksache 19/5273. Und dazu liegt jetzt vor der Änderungsantrag Drucksache 19/5450. Der wird aufgerufen mit dem Gesetzentwurf natürlich nachher zu Tagesordnungspunkt 15.